Liebe Freunde des gepflegten Schlachtens, Zeit für Action. Shogun 2 Total War ist angesagt. Ich zeige euch einen 2 gegen 2 auf Gifu-Übergang. Geschickt hat mir dieses Replay der Paranormal Panda, glaube ich. Oder war es der Koala? Naja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, die beiden paranormalen Jungs, die sind mal wieder unterwegs auf dem Schlachtfeld. Und sie kämpfen gegen Fluttershy, den Spieler kenne ich nicht, ehrlich gesagt, der ist mir unbekannt. Sein Spielpartner hingegen, das ist ein sehr bekannter Spieler, Tage, das ist ein Spieler, der auch ziemlich viele Turniere gespielt hat, hat ziemlich häufig mit Killerfish zusammen gespielt. Ja, die beiden haben es durchaus drauf, also ich meine, die beiden Pandas sind eigentlich gute Spieler. Und Tage hat sicherlich auch drauf, sehr guter Spieler, eben wie gesagt, den Fluttershy, ja, den kenne ich jetzt nicht so. Das Replay ist ganz interessant, deshalb, weil wir hier eigentlich 4 Builds sehen, also 4 Armeezusammensetzungen, die im Moment, würde ich jetzt mal sagen, ziemlich in sind in Shogun Total War im Multiplayer. Sieht man ziemlich häufig im Moment. Bevor ich zu den Builds, also zu den Aufstellungen und der einzelnen Armeen komme, noch was zur Map. Gifu-Übergang finde ich eine ganz interessante Map, weil sie ziemlich viel Spielraum lässt für Manöver. Wir haben hier in der Mitte das Schwert-Dojo, ganz wichtiges Dojo, sage ich immer wieder mal. Und das Bogen-Dojo, das ist in diesem Fall auch ziemlich wichtig. Und zwar werden wir sehen, weshalb, wenn wir die Armeen unserer beiden Teams hier sehen. Ich fange mal an mit den beiden Armeen der paranormalen Jungs. Das sind eigentlich ziemlich ähnliche Builds, die wir hier sehen. Und das Prinzip der Builds ist eigentlich folgendes. Sie haben jeweils 3 Lundenschloss-Einheiten. Wir sehen hier den Koala, der hat hier eine Level 2 Lundenschloss-Einheit. Die wird gebackt durch eine Yaris-Samurai-Einheit. Dann hat hier noch eine Lundenschloss-Kriegermönchs-Einheit mit 125er Range. Gebackt durch Naginata-Begleiter und ich glaube, er hat noch eine dritte, oder ist er jetzt, na doch, hier drüben, ja natürlich. Also noch eine Lundenschloss-Einheit, Lundenschloss Ashigaru Level 1, mit Nachladewert geskillt, und Yari-Samurai. Ja, also es ist eine 3-Lunden-Armee, 3-Lunden-Armeen sind vom Handling her nicht ganz einfach, ich gebe es zu, ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Ich spiele eigentlich selten mit mehr als 2 Lunden. 2 Lunden, das kriege ich so hin. 3 Lunden, ja, vom Micro her ist das für mich der Horror, aber er hier macht's. Mein Respekt hat er. Was hat er sonst noch? Sonst typische Blockarmee. Ja? Long Yari Ashigaru, Level 6. Er hat Naginata Kriegermönche, Level 8. Mit Banzai, sehe ich hier. Noch eine Naginata Kriegermönchseinheit, das ist Level 6. Kugelsicherer Samurai, extrem hoch gepusht, die hat Hold Firm sogar. Mal schauen hier. So, komm. Ja. Nein, rasches Vorrücken und Hold Firm, also und Unnachgiebigkeit. Das ist eine Monstereinheit hier. Sehr, sehr effektive Einheit, gut zu verwenden auf dem Schlachtfeld. Das heißt, er hat sie schneller gemacht und er hat sie ausdauernder gemacht und natürlich hochgeskillt. Klar, Level 8 hier. Dann Naginata Kriegermönche, Level 4, und dann füllt er hier noch auf mit ziemlich, na, Kavallerie nicht so stark, Yari-Kavallerie, nochmal Yari-Kavallerie nicht geskillt, noch eine Yari-Kavallerie und sein General, das ist ein Bogen-Gen. Ja, also, typische 3-Lunden-Armee, würde ich sagen. Ja, typisch kann man nicht sagen, aber es ist eine 3-Lunden-Armee. Diese Armee hat eigentlich... mit dieser Armee spielt man eigentlich eher defensiv, würde ich sagen. Also diese Armeen, die muss man defensiv einsetzen, man muss die Fähigkeit der Lunden einsetzen, um den Gegner zum Angriff provozieren. Man hat starke Speereinheiten, um zu blocken und so ein bisschen, boah, ich sage jetzt mal Alibi-Kavallerie, um gegnerische Kavallerie gut toppen zu können. Ja, das ist die Armee vom Paranormal Koala und sein paranormaler Kumpel, der Panda, der hat eine ganz ähnliche Armee. Auch er hat 3 Lundeneinheiten, glaube ich zumindest. Jawohl, ganz ähnliche Schwertbegleiter, Yari-Samurai, Lundenschloss-Samurai. Dann hat er noch eine Lundenschloss-Kriegermönchseinheit, Yari-Samurai. Er hat noch ein bisschen Nodachis mit dabei. Das sieht man auch ziemlich häufig. Das sind die typischen Level 2 Nodachis, die eigentlich ebenfalls ein bisschen auf den Mist vom Killerfisch gewachsen sind. Der hat das eigentlich erfunden. Oder respektive er hat es bekannt gemacht.
Hier drüben noch eine Lundenschloss-Einheit, klar. Zwei Naginata Kriegermönchseinheiten, Level 4 und Level 6. Und im Wald hat auch noch ein bisschen was, seine Kavallerie. Boah, Yari-Kavallerie. Alles nicht sehr hoch geskillt hier. Doch die hier hat immerhin Level 6. Der General ist ein Bogen-Gen. Also auch das ist wirklich eine Drei-Lunden-Armee, eine Armee, die vielleicht ein bisschen offensiver aufgestellt ist wegen Nanodachis als diejenige vom Koala, aber egal. Gut, machen wir ein bisschen langsam vorwärts. Die Gegner von den beiden, der Fluttershy, wir sehen leichte Kavallerie, Yari-Kavallerie, Yari-Kavallerie. Auch er hat Lunden, Lundenschloss Kriegermönche, Lundenschloss Samurai, Naginata Begleiter up front. Naginata Samurai, Nodachi natürlich Level 2, ist ja klar, Naginata Begleiter, Nodachi Level 2. Ja, der General, auch er ist ein Bogen-Gen und hat noch eine leichte Kavallerie. Eigentlich auch das, würde ich sagen, ja, keine Drei-Lunden-Armee, aber eine Zwei-Lunden-Armee, die ein bisschen riecht wie eine Drei-Lunden-Armee. Vom Prinzip her ganz ähnliche Armee wie die beiden anderen Jungs hier ins Feld führen. Und der Tage, ziemlich typisches Bild für ihn, Feuerkavallerie, das ist immer eine starke Einheit, leichte Kavallerie, Yari-Kavallerie, leichte Kavallerie, viel Kavallerie, Yari-Kavallerie, leichte Kavallerie. Also wirklich, das hat 1, 2, 3 Einheiten, 4 Einheiten leichte Kavallerie. Alles nicht sehr hoch geskillt, hat viel Kavallerie, aber nicht so starke Kavallerie, hat eine große Armee, hat Naginata-Begleiter, Lundenschloss-Kriegermönche, Nodachis, klar, Level 2, die sieht man irgendwie nur noch. Naginata-Begleiter, Nodachi, Yari-Samurai, Yari-Samurai erfreuen sich sehr große Beliebtheit, seitdem sie in einem Patch ein bisschen billiger gemacht wurden. Er hat viele Nodachis, nein, das ist der Fluttershy, was erzähle ich für einen Blödsinn. Ich bin bereits vom einen Spieler zum anderen rüber geschwenkt, weil die Mons ziemlich ähnlich sind hier. Ja, also, auch eher, würde ich sagen, eher ein defensives Setup, das ein bisschen darauf abzielt, dass er mit der Kavallerie seinen Gegner zum Angriff verleiten kann und ihn dann eigentlich stückweise auseinandernehmen kann. Bin mal gespannt, wie das klappt hier gegen die anderen beiden, die ja doch ziemlich viel Feuerkraft haben. Also, der Koala und der Panda, die haben so ziemlich einen Bums drauf mit ihren Lundenschlössern. Und die beiden hier, die haben eigentlich nicht so wahnsinnig viel, was sie dem entgegensetzen können. Sie haben nämlich keine Bogeneinheiten. Normalerweise sind Bogeneinheiten ziemlich guter Konter gegen diese Lunden-Armeen. Sag jetzt mal, mit einer 200er Bogeneinheit, sei es jetzt eine Bogenkriegermönchseinheit oder ein Daikyu, kann man so einen Spieler hier, der mit dieser Lundenschloss-Taktik kommt, eigentlich schon mal ziemlich nervös machen. Manchmal reicht auch schon eine Bogen-Ashigaru-Einheit, um dieses Ziel zu bezwecken. Gilt aber eigentlich eher ein bisschen fürs 1 gegen 1. Sehen wir hier ein 2 gegen 2. Ja, und die beiden Armeen, die marschieren hier schon mal ein bisschen aufeinander zu. Wir sehen, auf dieser Flanke hier schickt der Koala schon mal seine Lundenschloss-Einheit nach vorne, was nicht so eine gute Idee ist, weil die kommt jetzt natürlich hier ins Feuerfeld von der Lunden-Einheit vom Tage und da kriegt er auch schon saures. Bam! Ja, zwei üble Salben hier, schöne Wollis. Aber es geht ja auch ein bisschen ums Dojo hier. Man kann ja nicht einfach das Dojo so weggeben. Und das eine Dojo hier, das Bogen-Dojo, das holt sich der Fluttershy schon mal. Aber sie machen das hier ganz gut. Der Panda, der flankt hier mit dieser Lunden- und Schwertbegleiter Yari-Samurai-Abteilung und eröffnet das Feuer auf den Tage. Und ich denke, die beiden, die wissen ja auch, wer von den beiden hier der stärkere Spieler ist. Also deshalb konzentrieren sie sich hier doch ziemlich deutlich, würde ich sagen, eigentlich auf den Tage. Was auch Sinn macht. Ja, Panda flankiert jetzt hier ziemlich mutig mit seinem Lundenschloss-Samurai, kommt hier sehr, sehr stark in die Nähe der Naginata-Begleiter und der leichten Kavallerie. Und der Tage, der schickt seine leichte Kavallerie jetzt hier um den Flügel herum, da muss der Koala aufpassen mit seinem Gen, dass er nicht gefressen wird von dieser leichten Kavallerie, aber das macht der Tage hier eigentlich sehr schön. Schickt hier die leichte Kavallerie hinein in die Lundenschloss-Samurai-Einheit vom Koala. Hat der Koala nicht aufgepasst. Hat der Tage gut gemacht mit dieser billigen leichten Kavallerieeinheit.
Koala kann jetzt aber hier nachsetzen mit Naginata-Begleiter und Yari-Kavallerie. Hier drüben ebenfalls interessant, jetzt eigentlich Luntenschloss-Duell auf breiter Front. Fluttershy schießt hier auf die Luntenschloss-Kriegermönche und die schießen zurück. Naginata-Begleiter jetzt im Charge, hier hinten auch ganz interessant. Kavallerie-Clash. Paranormale Panda mit seinen Naginata-Kriegermönchen im Infight, Yari-Kavallerie im Infight. Macht hier ein bisschen die zweite Geige im Moment gerade. Kann aber schön noch Wallys hier reinbringen mit seinem General, mit seinem Bogen-Gen und der Fluttershy zieht jetzt seine Kavallerie wieder raus hier. Ja, vielleicht mal kurz Pause machen. Kurze Bestandsaufnahme des bisherigen Schlachtverlaufs. Ich würde sagen, auf dieser Seite hier machen es der Panda und der Koala-Bär sehr, sehr gut. Sie machen wirklich Druck auf den Tage. Sie verhindern auf diese Art und Weise auch, dass sich der Tage das wichtige Dojo, nämlich das Schwert-Dojo, hier krallen kann. Weil das Schwert-Dojo ist ein ganz entscheidendes Dojo und das gelingt den beiden paranormalen Jungs hier, indem sie eben schön Druck machen und das Dojo wirklich abschirmen. Wir sehen auch das ziemlich gut, wenn man das ein bisschen von oben hier anschaut. Also sie machen hier wirklich eine schöne Linie um das Dojo herum. Der Tage kann hier nicht wahnsinnig gut Druck machen, also er kann kein richtiges Pressing machen mit seiner Armee, weil er läuft eigentlich hier in diesen Bogen hinein. Und ja, das finde ich ziemlich gut gelöst von den beiden Jungs hier. Hier drüben auf dem Flügel, würde ich sagen, hat der Panda ein bisschen geblutet, weil da konnte der Tage doch einen schönen Angriff machen mit seiner leichten Kavallerie. Koala verliert hier jetzt auch eine Einheit, eine Yari-Kavallerie-Einheit im Melee gegen Feuerkavallerie, das ist klar. Hat aber gleichzeitig jetzt zu einem Charge angesetzt mit Yari-Samurai und Naginata-Begleitern und stoppt jetzt auf diese Art und Weise eigentlich die Nodachis von dem Tage. Und das ist auch eine gute Maßnahme, weil die Nodachis können so natürlich ihren Charge, den sie haben, den Charge-Bonus beim direkten Aufprall auf eine feindliche Einheit, können sie nicht richtig wahrnehmen. Und ja, der Koala schützt auf diese Art und Weise eigentlich seine Sahneschnitten hier, seine teuren Einheiten und opfert seine eher billigeren Einheiten, macht er gut. Naja, die Lunden beim Koala, das war es jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig, hat hier hinten noch eine ziemlich zusammengeschossene Kriegermönchslunte. Und sonst, ja, hier noch eine Luntenschloss-Samurai-Einheit, die ebenfalls stark geblutet hat, also. Ja, da war er jetzt nicht unbedingt wahnsinnig, würde ich jetzt sagen, erfolgreich. 25 Kills nur bei dieser Lunden-Einheit und die hat nur 30 gemacht. Also da konnte ihn der Tage ziemlich gut eigentlich aus dem Konzept bringen. Ja, und hier drüben, würde ich sagen, ist noch ein ziemliches Patt. In der Mitte, da verheizen die gegenseitig jetzt eigentlich ihre Einheiten. Mach mal ein bisschen langsam vorwärts. Der Panda ist ein bisschen geduldiger mit seiner Armee. Prescht nicht so schnell vorwärts. Der Fluttershy ist eher derjenige, der hier, würde ich mal sagen, ein bisschen überstürzt angegriffen hat, nämlich mit seiner Kavallerie. Panda muss jetzt aber aufpassen, dass er eben hier drüben nicht eigentlich in die Falle läuft, weil der Fluttershy hat hier auch noch Yari-Samurai und wenn er jetzt hier überstürzt attackiert, dann nimmt ihn der Fluttershy hier natürlich auseinander. Passiert jetzt gerade nicht so viel auf dieser Seite. Wir sehen uns ein bisschen die Action auf der anderen Seite an, weil der Koala, der macht doch ziemlichen Druck. Der pusht jetzt ganz schön auf dieser Seite, schickt eigentlich seine starken Einheiten hier in den Infight, riskiert ein bisschen Blobben jetzt natürlich, aber kann er auch riskieren, weil er hat ja eigentlich hier den Flankenschutz durch den Panda. Und er hat die stärkeren Einheiten. Er konnte die Nodachis stoppen. Die haben jetzt zwar hier Banzai drauf, glaube ich. Jawohl, nützt ihnen aber nicht wahnsinnig viel, weil gegen diese Killer-Einheiten, kugelsichere Samurai etc., die dazu noch ausgeruht sind, kommt er natürlich mit den Nodachis nicht so gut an. Die sind bereits müde, die sind bereits geschwächt. Und ja, da dürfte es jetzt nicht mal lange gehen. Und der Panda wird hier durchbrechen. Er muss ein bisschen aufpassen auf die Kavallerie vom Tage hier drüben, aber das macht eigentlich nicht schlecht, schickt hier seine eigene Yari-Kavallerie, um zumindest diese Kavallerieeinheit hier zu blocken und hat ja eigentlich vor allem Speere, also da muss er sich auch nicht so wahnsinnig Sorgen machen. Hier drüben jetzt ebenfalls Fluttershy, machen wir ein bisschen langsamer nochmal, es geht halt ziemlich schnell immer im 2 gegen 2. Fluttershy hat meiner Meinung nach eher überstürzten Angriff lanciert und ist hier mitten hineingerannt in diesen Bedrohungsflügel, den der Panda aufgebaut hat. Und ich denke, dass genau das wollte der Panda eigentlich auch.
war sicherlich auch sein Ziel hier. Und Fluttershy, ja, verliert hier eigentlich auf, ich würde sagen, leichte Weise ziemlich viele Männer. Läuft hier auch ins Luntenfeuer hinein. Die Lunten, die sind schön aufgestellt und können reinschießen. Ja, Nodachis ist weg. Leichte Kavallerie ist weg. Naginata-Begleiter ist weg. Hier flieht nur Nodachi-Einheit. Also das war kein guter Push. Auf dem anderen Flügel hier drüben sieht's hingegen für den Fluttershy, würde ich sagen, ein bisschen besser aus. Da kann er doch ein bisschen umkreisen, die ganze Angelegenheit. Hat hier seine Kavallerie, Kriegermönche hier drüben. Ja, aber das sind natürlich Naginata-Kriegermönche und Nodachis. Da kann er natürlich eigentlich gar nichts machen. Er muss den Infight hier vermeiden, sonst verliert er einfach, ganz einfach. Yaris-Samurai und Naginata-Samurai hier im Infight. Auch ganz interessant, diese beiden Einheiten mal gegeneinander kämpfen zu sehen. Die Yari-Einheit mit Level 4 und die Naginata-Samurai-Einheit ebenfalls Level 4. Ich denke, da dürften sich die Samurai durchsetzen. Ja. Also wir sehen, das Schlachtfeld splittet sich so langsam auf. Hier drüben ist der Push vom Koala so ein bisschen zum Stehen gekommen. Er verliert jetzt doch auch ziemlich stark an Männern hier. Wir sehen also die Longyari Ashigaru, die haben ganz schön geblutet. Auch diese Naginata Kriegermönche haben übel geblutet. Und denke ich, liegt auch ein bisschen daran, dass er hier sich so hat blobben lassen und jetzt verliert er hier seinen Gen. Das ist natürlich auch nicht sehr gut. Und das hat der Tage gut gemacht. Er hat nämlich wirklich mit seinem General, und das macht er immer noch, ihr seht's. Also der snipet wirklich mit seinem Bogengeneral gezielt den General von dem Koala. Während er eigentlich mit nur einer einzigen Einheit, mit diesen Nodachis, den ganzen Blob hier aufhält. Gleichzeitig kommt der Tage jetzt hier von hinten mit der Kavallerie. Nimmt jetzt hier eine Luntenschloss-Samurai-Einheit raus. Und ich würde jetzt mal behaupten, in einem 1 gegen 1, also wenn wir jetzt wirklich nur Koala gegen Tage hätten, dann hätte der Koala hier ein Problem. Weil dann hätte er vermutlich dieses Spiel verloren. Er hat keinerlei Mobilität mehr. Sein Gegner hat noch die Mobilität und Tage kann aber natürlich nicht wahnsinnig viel machen, weil sein Spielpartner, der gute Fluttershy, der kriegt nämlich übelst auf die Mütze von dem Panda. Der Panda, der hat sich doch hier durchgesetzt und hat den Fluttershy eigentlich, ja, ich würde sagen, der hat den Fluttershy negiert, hat ihn aus dem Spiel genommen. Und da hat der Tage natürlich ein Problem. Der Tage kann sich hier nicht nur einfach um Koala kümmern, sondern er muss hier blocken und er versucht ja auch, seine Kavallerie hier zurückzuziehen und versucht, hier nochmal was zu sammeln. Aber das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Aufgabe, weil ja, der Fluttershy hat hier noch Yari-Kavallerie, leichte Kavallerie, kriegt jetzt nochmal Lumpenfeuer, hat seinen Bogen-Gen zwar noch, aber viel ist das nicht mehr. Jetzt wavert sie auch, leichte Kavallerie ist gleich weg. Nochmal Lumpenfeuer auf eine Einheit Nodachis. Das tut natürlich auch weh. Die kämpfen hier gegen Yari-Kavallerie. Ja, und die ganze Angelegenheit verschiebt sich jetzt auf diesen Hügel hier. Und wir sehen auch eigentlich, wie Tage hat sich jetzt eigentlich sukzessive aus dem Infight mit dem Koala gelöst, weil den kann er so nicht gewinnen. Und versucht jetzt hier nochmal zusammen mit dem, was vom Fluttershy noch übrig ist, so eine Art Front zu machen und sich neu zu formieren. Hat hier hinten noch eine Nodachi-Einheit, die ziemlich zusammengeschossen ist. 90 Kills gemacht bisher. Naja. Ja, und die beiden Teams, die formieren sich jetzt so ein bisschen neu, aber ich würde jetzt mal behaupten, die beiden paranormalen Jungs, die haben im Moment die besseren Karten. Sie haben einfach noch die stärkere Infanterie, sie haben noch die gesünderen Einheiten, sie haben noch mehr Einheiten. Ja, auch wenn jetzt hier der Tage zusammen mit dem Fluttershy, das war ein schöner Angriff von diesen beiden, schön konzertiert auf diese Luntenschloss-Einheiten. Da haben die Luntenschloss-Einheit schön ausgenommen. Aber es wird immer weniger. Hier drüben flieht eine Yari-Samurai-Einheit vom Tage. Der Tage hat noch Feuerkavallerie, hat noch seinen General. Hier hinten ist noch eine Yari-Kavallerie-Einheit. Wir haben hier nochmal eine Yari-Kavallerie-Einheit. Ja, und der Fluttershy, der hat nur noch seinen General. Alles andere hat er verloren. Und sein General wird jetzt dann auch gleich weg sein. Weil, ja, kriegt noch einen Charge hin in die Lumpenschlösser hier von dem Panda.
kommt nochmal weg. Ja, nicht schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Ja, aber das Spiel ist gelaufen, würde ich sagen, weil Tage mit dem, was er hier noch hat, da kann er nichts mehr reißen. Er hat nur noch Kavallerie. Und er hat es hier mit Gegnern zu tun, die eigentlich massivstens auf Speere setzen. Und ja, das bringt nichts mehr. Ja, schönes Spiel, gut gespielt von den beiden Panda-Bären mit ihren jeweiligen drei Luten-Schloss-Taktiken, die vielleicht nicht ganz so aufgegangen sind, wie man das bei dieser Taktik sonst sieht, aber immerhin. Also Tage geschlagen. Auch wenn ich seinen Spielpartner, diesen Fluttershy hier, rein von dem, was ich jetzt gesehen habe in diesem Replay, nicht, vielleicht nicht unbedingt als, ja, wie soll ich sagen, absolut top einschätzen würde. Doch zwei, drei Fehler gemacht hier gegen den Panda und ist dem Panda eigentlich klassisch in die Falle gelaufen mit den drei Lunden. Währenddessen der Tage, der hat es schon cleverer gemacht gegen Panda, gegen den Koala. Ich denke auch Tage hätte gegen Koala gewonnen hier, im 1 gegen 1, wenn eben sein, ja, sein Spielpartner nicht so schnell unter die Räder gekommen wäre. Und was wir hier sehen, das ist, würde ich jetzt mal behaupten, das ist einfach nur noch Aufwischen. Aber immerhin, Tage und Fluttershy, sie machen hier nicht Snipe, sie rennen nicht rum mit den Gens und rennen davon, sondern sie kämpfen wirklich in Fight. Das spricht für sie. Boah. Und jetzt verlieren sie. Tage noch 12 Mann. Ja, und die Panda-Bären, die gewinnen. Jetzt sind nur noch die Generäle übrig und die Wavern und sind gleich weg. Jawohl. Tschüss, ade und tschüss. Schöner Sieg. Schönes Match. Würde sagen, wow, von Skill her ziemlich anspruchsvolle Schlacht. Da haben sie gut gespielt. War sicherlich nicht einfach. Ja, GG an alle Beteiligten. Schönes Match. Wir schauen nochmal kurz auf die Statistik. Auch immer ganz interessant bei diesen 2 gegen 2. Tja, Spam, Double Spam. Ihr seid gespammt, ihr zwei, Blixery und Hunting Command. Ja, sie schaffen es immer wieder aufzutauchen in meinen Casts. Sie gehen einfach mal davon aus, dass ich caste und nicht spiele. Ja. Schön gemacht, Jungs. Ich remarschiere mich da mal irgendwann. Ich weiß noch nicht wie, aber ich werde es machen. Jo, Statistik, der Panda 1540 getötet, Koala 1173, Fluttershy, sieht man auch, ja, 906 Kills, hat auch gut gespielt, aber eben, vielleicht nicht ganz so gut wie sein Spielpartner, wie Tage mit 1200 Kills. Statistik beim Panda, der Yari-Samurai Level 4, 168 Kills, schön gemacht. Sieht man auch selten, dass eine Yari-Samurai-Einheit eigentlich Top-Kill ist hier, aber er hat es hingekriegt. Die Lunden, ja, naja, viele Kills haben die jetzt nicht gemacht. 90, das ist nicht schlecht, 90 Kills. Wir gehen weiter nach unten. Fluttershy natürlich mit seinem General 190 Kills. Sonst eher durchschnittliche Werte. Koala, ja, mit den Long Yari Ashigaru 148 Kills. Auch er hat jetzt die Lunden vielleicht nicht so wahnsinnig super toll einsetzen können. Und der Tage mit dem General 172 Kills. Die Nodachis haben auch ordentlich Kills eingefahren, obwohl sie dann irgendwie nicht mehr weitergekommen sind. Die hatten dann gegen diesen Blob zu kämpfen. Ja. Nice. Und ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.